In der Bundeswehr arbeiten 240.000 Menschen. Einer von ihnen ist Jörg Diltay. Hallo, mein Name ist Jörg Diltay und ich arbeite bei der Luftwaffe. Das glaubt mir manchmal kein Mensch. Jörg Diltay, seit 12 Jahren Zivilangestellter der Bundeswehr, jetzt im Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe in Köln-Wahn. Ein Mann, der auch seine Vorgesetzten manchmal überrascht. Die ersten 10 bis 20 Minuten, das war schon ein bisschen merkwürdig, als ich auf einmal den Mitarbeiter von mir dort auf der Bühne in ganz bunten und extremen Kostümen sehen konnte. Das ist Show, alles Show, Rio. Denn in seiner Freizeit zieht Jörg Diltay als eine Hälfte des Travesty-Duos Hammond Egg durch die Lande. Doch nicht nur auf der Bühne sorgt er für Aufsehen. Bei seinem Job für die Luftwaffe kommt er ebenfalls viel herum, lernt viele Bundeswehr-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kennen. Und die sind manchmal auch ein wenig überrascht. Ich glaube schon, dass ich eine etwas auffällige Erscheinung bin, gerade auch hier in der Bundeswehr. Das ist anfangs immer ein bisschen schwierig. Die Leute, die beäugen mich schon ganz schön. Ne? Aber sobald sie mich kennengelernt haben, ist das Eis geschmolzen. Das ist auch gut so. Mit seiner Homosexualität geht Jörg Diltay genauso entspannt um wie mit seiner Lust am Verkleiden. Ich sag mal, ein Schwulsein, das ist hier überhaupt kein Thema. Es kommt auch immer darauf an, wie man selber mit der Sache umgeht. Und wenn man mich fragt, mache ich keinen Hehl draus. Ich fühle mich in meinem Berufsalltag total normal. Sein Berufsalltag, das ist die Erstellung von Jobporträts von Luftwaffenmitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Eine Aufgabe, die ihm viel Spaß macht und ihm Gelegenheit gibt, sich zu engagieren und zu entfalten. Er ist ja nun ein sehr eigener Mensch, von seinem Auftreten, aber auch von seiner Art her. Und er hat wirklich tolle Sachen in das Betriebsklima eingebracht. Und er hat sich ohne Abstriche positivst hier auf den Bereich ausgewirkt. Wenn er gerade mal nicht für die Luftwaffe oder als Travesty-Künstler unterwegs ist, entspannt sich Jörg Diltay beim Komponieren in seiner Wohnung in der Kölner Innenstadt. Ein Multitalent, das in der Bundeswehr seine Heimat gefunden hat. Die Bundeswehr ist für mich ein guter Arbeitgeber. Ich bin jetzt 12 Jahre bei dem Verein dabei und ich fühle mich schon in diesem Nest Bundeswehr auch, fühle ich mich zugehörig, ne? Und habe auch schon tolle, wirklich tolle Erfahrungen gemacht und auch tolle Leute kennengelernt. Die Bundeswehr, anders als man denkt. Leben und Arbeiten in der Bundeswehr. Ich bin dabei.